Wir befinden uns beim Landwirt Josef Hägler in Wernberg. Heute wollen wir einen Infiltrationstest auf einer Beispielfläche durchführen. Doch was genau ist ein Infiltrationstest? Die Infiltration bezeichnet den Prozess des Eindringens von Regen in den Erdboden. Das ist ein wichtiger Teilprozess des Wasserkreislaufes. Jedoch sollte dieser Test nie ohne parallele Beurteilung des Bodengefüges durchgeführt werden. Es soll also zusätzlich festgehalten werden, ob sich durch den Wasserzutritt das Gefüge des Bodens verändert. Wie kann ein intakter, gesunder Boden dabei helfen, Hochwasser- und Erosionsereignisse zu vermeiden oder abzuschwächen? Wir haben jetzt hier praktisch 100 Liter Wasser, also 100 mm Regen simuliert. In 10 Sekunden ja, oder 15 Sekunden. Ein Ereignis, was es in der Natur so natürlich nicht gibt. Dennoch ist so ein Experiment ganz hilfreich, um eben festzustellen, wie gut ist die Infiltrationsleistung des Bodens. Ne? Und man sieht schon, wie das Wasser hier seinen Weg nimmt. Und zwar den Weg, den es überall auf jedem Acker eigentlich nehmen sollte, nämlich den Weg nach unten. Was also nicht passieren darf, dass das Wasser vom Acker läuft. Also die Wissenschaft sagt, ein guter Boden ist dadurch gekennzeichnet, dass er etwa 100 Liter pro Stunde aufnehmen muss. Und Wasseraufnahme heißt also bis rein 10 Meter, 20 Meter, ja, je nachdem, wo dann der Grundwasserleiter kommt. In alle Richtungen gedacht, nicht nur Trinkwasser- oder Grundwasserneubildung, sondern auch Hochwasserschutz auf der anderen Seite. Ja. Und wir haben ja gerade die aktuellen Ereignisse erlebt. Und ja, da muss der Landwirt auch seinen Beitrag leisten, um solche Dinge eben auch abzufedern. Ja. Nach dem Versuch wurde der Ring entfernt und genau an der Stelle der Wasserinfiltration eine Bodenprobe entnommen. So sieht ein gesunder Boden direkt nach dem Infiltrationsversuch aus. Er ist nicht pampig, gar nichts. Das heißt, das Wasser ist in aller Ruhe dahin gegangen, wo wir es hinhaben wollen, in den Unterboden. Den gleichen Versuch führen wir nun 10 Meter weiter auf einem anders bewirtschafteten Boden durch. Die Tüte dient hier als kleiner Helfer. Zum einen bei der Verteilung des Wassers im Ring und zum anderen, um den Aufprall des Wassers abzumildern, also so naturgetreu wie möglich nachzustellen. Da der Boden vorher durch Bearbeitung gelockert wurde, versickert auch hier der simulierte Regen von 100 Litern pro Quadratmeter. Unter der bearbeiteten Schicht befindet sich aber eine Grubbersohlenverdichtung und deshalb verbleibt das Wasser in der gelockerten Schicht. Aufgrund der hohen Wassersättigung würde es bei Hangneigung zum Abrutsch des Erdreichs kommen. Der Boden ist Pampe. Die Böden müssen gesund sein. Doch was können wir tun? Jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Die Gesundheit des Bodens ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Gesunde Böden bilden die Grundlage für gesundes Wasser, gesunde Pflanzen, Tiere und Menschen. Wir helfen dabei. Die Interessengemeinschaft Gesunder Boden e.V.